Mann, Mann, Mann. Mehr als 7 Minuten Dauerrot. Klar, das nervt, aber was tun in so einer Situation? Wir fragen nach bei Javier Campos. Er ist Fahrlehrer, müsste sich damit also auskennen. Eine Möglichkeit wäre einfach, sich bei der Polizei telefonisch zu melden und dort einfach um Rat zu fragen, wie man sich korrekt verhalten soll. In diesem Falle aber drücken die Autofahrer nicht die Telefontaste, sondern das Gaspedal. Nach so langer Wartezeit auch verständlich, aber auch legal? Es gibt keinen legalen Rotlichtverstoß. Hier ist die Rechtslage meiner Kenntnis nach eindeutig. Also ein Rotlicht darf nicht überfahren werden. Mir ist auch keine Ausnahme bekannt. Auch eine längere Wartezeit berechtigt nicht zu der Annahme, dass die Ampel defekt ist. Also verhalten sich diese Autofahrer alle falsch. Das wollen wir nochmal genau wissen und fragen bei einem Fachanwalt für Verkehrsrecht nach. Und auch der bestätigt uns tatsächlich, Rotlicht ist Rotlicht. Und so etwas wie eine Mindestwartezeit, nach der die Autofahrer das Rotlicht überfahren dürfen, gibt es nicht. Sollten sie dabei auch noch geblitzt werden, tja, dann müsste ein Richter eben den Einzelfall bewerten. Aber eins ist auch klar, so wie dieser Autofahrer reagiert, geht's nun wirklich nicht. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Natürlich, dieser weiße Pkw überfährt in erster Linie die durchgezogene Linie. Bei Rot fährt er im Gegenverkehr, dann in die Kreuzung hinein. Das ist äußerst gefährlich, wenn natürlich dann in dem Moment ein Radfahrer ihm entgegenkommt, dann kann daraus eine wirklich sehr brenzlige Situation entstehen. Inzwischen fließt der Verkehr auf der Wilhelmsbrücke auch wieder. Nach Auskunft der Stadt hat es am Montag nur ein kurzzeitiges Problem mit der Kontaktschleife gegeben.